Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück hier auf dem Drei-Sternhof. Wir spielen mal wieder LS17. Ja, in der letzten Folge haben wir hier ein bisschen den Krampf mit den Ballen gehabt. Ich werde jetzt die auf jeden Fall mal mit einer ruhigen Hand zum Komposter bringen hier. Keine Lust hier, das Zeug dann unterwegs zu verlieren. Das ist ja echt ätzend, ne? Dass du hier nicht, na, sag schnell. Oder dass der Hänger keine Kollision hat. Das ist ja echt ein bisschen blöd. Da hätte ich dann auch irgendwie ein anderes Gefährt genommen oder sonst irgendwie was gemacht. Aber das ist echt ein bisschen schade. Ja, wir haben oben rechts immer noch die Meldung hier, dass der Helfer mit seiner Arbeit fertig ist, beziehungsweise der Tank leer ist. Da müssen wir uns dann auch gleich mal drum kümmern. Ich gehe davon aus, dass das wieder der Mischstreuer ist. Und dann werden wir den dann gleich auffüllen. So. Und jetzt kommt wieder der Krampf mit dem Drehschemel. Aber wir wissen ja, das hat letztes Mal mit dem Trailer Assist ganz gut funktioniert. Jetzt muss ich nochmal eben gucken. Steuerung links und der Theodor. Yeah. Da wollen wir hin. Da fährt er auch hin. Wie geil ist das denn? Da können wir noch ein Stück nach hinten. Ah, weiter will er nicht. Alles klar. Das heißt doch dann ab die richtige Abkippseite. Abkippseite ist die falsche. Ach, er kann nur rechts oder links. Na gut, dann kippen wir halt rechts ab. Na? Will er auch nicht. Ah, ich drehe ihn noch am Rad, ey. Das will er also nicht. Weil er nichts geladen hat. Ja, ist klar. Ach nee, halt erstmal Motor aus. So rum. Und dann schmeißen wir die halt von Hand da rein. Das ist mir dann auch egal. Ist mir egal. Ey, jetzt haben wir sie raufgekriegt. Und jetzt wollen sie nicht runter, ne? Passbar. Jo, die fallen schon mal raus. Das ist gut. Hier können wir da auch noch mal ein bisschen randalieren. Gibt's doch nicht. Alles daneben. Nur nicht da, wo es hin soll. Faszinierend hier. Yo. Schön mal darüber geschmissen. So, jetzt aber. Da rein. Ein mit dir. Ja, das passt. Komm her. Du musst eh da rein. Jawohl, du bist reingefallen. Das heißt, wir laufen jetzt eben schnell hier mal außen rum. Ups, einmal hier ab durch die Hecke. Da. Voilà. Und drin ist er. Hoffe ich. Ja, 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 sieht gut aus. Sehr schön. Dann müsste ja gleich der Komposter wieder anspringen. Lass mich mal hier durch. 4600 ist jetzt nicht das meiste.
Aber so ein bisschen haben wir da ja noch liegen. Und dann sollte das passen, denke ich. Den Hänger lasse ich mal kurz hier stehen. Ich werde kurz das Gewicht hier vorne hinschmeißen. So nämlich. Und jetzt schnappen wir uns den Drehschemel wieder. Dann geht's hier auf jeden Fall weiter. So. Ab geht er. Wieder zurück zum Hof. Da stellen wir dann den Hänger wieder ab. Und steigen mal eben schnell um auf den Steier, dass wir dort unser den Mischsteuer wieder aufgefüllt bekommen. So. Der hat aber doch noch 9%, 8%. Fährt er wieder den Hügel hoch oder was? Oder dreht er wenigstens seine Runde? Jetzt muss ich mal eben gucken. Ne, ich glaube, er fährt noch. Aber dann verstehe ich nicht, warum er dann außerplanmäßig beendet hat. Tank ist leer, Kern ja gar nicht. Da können wir dann von der Seite reinfahren, okay. Das behalten wir dann auch so bei. Ja, das lassen wir mal so. Gut, dann stellen wir dich jetzt wieder vor die Drille. Da brauchen wir dich als nächstes, denke ich. So, alles klar. Motor aus. Du fährst noch. Du machst nichts, das ist blöd. Wieso fährst du denn eine Runde und hörst dann auf? Das stimmt ja nicht mit dir. Ach, das stimmt nicht mit dir. Ich verstehe. Ja, gut, okay. Das ist natürlich auch ein böser Widerhaken hier. Das erklärt natürlich jetzt einiges. Alles klar. So, und wo ist der Steier? Hier. Da sind ja noch 3% drin, dann kannst du doch weiterfahren. Du musst mich doch nicht von vorher wieder anschreien, dass die hier nicht fertig wird hier. Beziehungsweise der ist. Oder kann das sein? Das ist natürlich auch ein bisschen nervig, ne? Wenn wir den mit Cosplay einsetzen, dass er immer wieder eingestellt wird, entlassen wird, eingestellt wird, entlassen wird und so weiter. Das kann ich mir schon vorstellen, ne? Dass der Helfer an sich nicht will und Cosplay aber sagt, ja, ich will, ich mache noch weit länger. Ich glaube, das kann damit zusammenhängen. Dann werden wir da oben rechts zugespammt. Super. Super. So, du hast es ja auch.
vielleicht bald irgendwann mal geschafft. Ne? Ja, aber bevor wir hier dann anfangen und bringen den ersten Kompost aus, werde ich definitiv dann den einen Mod rausnehmen. Weil den Krampf dann noch ein zweites Mal, ich glaube nicht, dass das zielführend ist. Ah, das nimmt auch langsam Gestalt an. Du schläfst. Und du bist leer. Warum fährst du eigentlich immer noch weiter? Obwohl du leer bist. Dann will mir dein Cosplay mal sagen, dass hier Ende ist. Gar nicht, oder was? Na, das Theater gucken wir uns dann nochmal an, wenn es soweit ist. Jetzt geht's auf jeden Fall erstmal zur Schaufel und dann fahren wir nochmal hoch zum Komposter und holen uns dann da den Rest weg. Das muss dann auf jeden Fall für dieses Feld dann reichen und für das nächste Feld gucken wir dann mal, dass wir vielleicht noch ein paar Strohballen hochbringen. Ich glaube nicht, dass das vom Kompost von der Menge her reichen wird. Da ist jetzt noch eine Ladung drin. Das reicht jetzt gerade dafür, dieses Feld zu bestellen. Beziehungsweise zu düngen. Aber was ist denn mit hier? Aha. Und dann soll es das auch gewesen sein. Für heute, denke ich. Der immer so laut sein muss. Ne? Ich glaube, da werde ich noch mal ein bisschen in der Lautstärke drehen. Mein Gott, wie lange kommt denn diese Meldung dann noch? Langsam darfst du aber damit aufhören. Da muss ich den einmal einstellen. Ja, da passiert ja nichts. Das ist echt ein bisschen nervig da oben raus, ne? Ah, das werden wir uns mal ein bisschen angucken. Vielleicht weniger Cosplay oder so, ich weiß es noch nicht, aber eigentlich ist das nicht Sinn und Zweck hier von dem Let's Play hier. Das Ganze dann ohne Cosplay zu gestalten, das wollte ich eigentlich nicht. So, hier der Komposter ist am Arbeiten. Das heißt, wir haben hier, wie viel? 7300, da kriegen wir auf jeden Fall wieder eine Ladung raus. Aber jetzt machen wir erstmal das Auto aus und gucken nochmal schnell, wie diese hier noch drin ist. 6000 Liter, ja, das reicht auf jeden Fall aus. Da kommen wir noch lange, lange mit hin. Und hier, wie sieht's da aus? Kein Abfall mehr. Das heißt, du bist dann gleich fertig. Alles klar. Gut. Dann war es das für heute auf jeden Fall. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Dann werden wir auf jeden Fall hier den Mischstreuer wieder vollknallen. Und ja, andere Dinge auf jeden Fall noch erledigen. Bis dahin, haltet die Ohren steif, würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid und macht es gut, Freunde. Ciao, ciao!